Es geht wieder los die neue Hockey-Saison steht vor der Tür und somit sind wir mit Boxplay, dem Hockey Talk auf Teleclub Sport und Teleclub Zoom euch wieder zurück und ich begrüße ganz herzlich und schön Sie wieder dabei liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Als erstes wollte ich meine Gäste von der ersten Sendung der Saison vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich der Viktor Stancescu ehemalige Nationalspieler und jetzt Rechtsanwalt und Mitglied vom Player Safety komitee und involviert im Regeländerungsprozess. Dann als zweiter Gast, äh, ein Boxplay-Experte, Martin Plus, ein ehemaliger Nationalspieler und zurzeit Student für Kommunikation, Press äh, Prozessanalyse und Coaching. Herzlich willkommen. Und als dritter Gast in der Runde, ein langjähriger Hockey-Experte. Herzlich willkommen, ein ehemaliger Nationalspieler und Nationaltrainer und langjähriger Hockey-Funktionär, der Simon Schenk. Die Themen der heutigen Sendung, wir werden es. Ein bisschen Kaffeesatz lesen. Wir werden schauen, wie ist die Ausgangslage der zwölf Mannschaften in der National League ist. Und wir diskutieren über die Regeländerungen, die dieses Jahr oder in dieser Saison zum Zug kommen Ja, Martin Plüss, die zweite Saison, in du nicht mehr aktiv bist. Wie fest freust du dich auf die neue Saison? Ja, ich bin gespannt. Ich äh, verfolge es. Persönlich finde ich es schade, dass nicht zu meiner Zeit schon der Saisonstart ein bisschen später gewesen wäre, Da hätte ich profitiert. Wieso? Ja, weil die WM und der Saisonbeginn nicht recht knapp waren. Und eine längere Summe wäre wär den Spieler, die viel WM gespielt haben, entgegengekommen. Ich habe gefunden, dass das äh, Produkt besser war, weil im September ist doch immer noch recht warm war. Und gegen Ende wird es zwar nicht, aber normalerweise wird es eigentlich kühler. Victor Sanchesco, du bist schon länger nicht mehr aktiv. Aber bekommt man wie eine neue Sichtweise auf das Produkt Hockey, wenn man nicht mehr aktiv ist? Ja, ich würde schon sagen, vor allem interessieren mich viel mehr auch für die anderen Mannschaften als vorher. Und jetzt, gut, jetzt ist Kloot abgestiegen. Und ich denke, Jahr wird es jetzt noch, noch viel mehr so sein, dass ich auch die anderen Mannschaften genau anschaue. Aber ja, die Art und Weise, wie ich ein Spiel anschaue, hat sich eigentlich nicht verändert. Simon Schenk. Äh, ihr seid ja eigentlich praktisch äh, der Lebtag lang im, im Hockey verbunden. Kennt ihr überhaupt noch ein Hockeyspiel ein Hockey einfach als Fan beobachten oder trinkt denn immer wieder zu analytisch euch durch? Ja als Fan nicht unbedingt, aber es gibt schon ich Spiele, ich ein bisschen entspannter kann und es gibt sehr, die ich natürlich mitfiebere und äh Een analytische Wie wilt er In Ja, im Moment heb ik lang nog een Beratermandat. Ik ben bij de Tiger-Sitzen sehr eng dran. Ik doe hier intensief mee. Mm -hmm. Ich, äh, wie, in welcher Form die denn die, die beraten die diese Langnauer? Ich habe vor allem im Nachwuchs ein Konzept mit dem Hockey Country, wo wir versuchen, so eine Pyramide zu bauen, wie man es zu oder Mal hatte. hatte oder hat, und jetzt werden wir das im Moment mit allen machen. Und äh, einfach im, dort, was irgendwie Rat braucht, im Hintergrund, gebe Heber, Eco, Zünd, dort, was wir braucht. Die mhm. <laughs> Champions League ist schon im Gang. Der Göppi hat auch schon gespielt in der ersten Runde. Hat irgendjemand in der Runde schon irgendwelche Spiele gesehen und beobachtet? Oder ist etwas aufgefallen jetzt in der neuen Saison? Victor Sanchescu, schon Spiele gesehen? Ja, Champions League habe ich ein bisschen gesehen, aber gestern habe ich Zürich gegen Bülach geschaut. Das war sehr interessant zu schauen. Wie fern? Äh, ja, die Köp, die affische vor allem in der ersten Runde, also David gegen Goliath-Kampf äh, zu das ist schon spannend. Oder? Und es und zeigt aber auch, wie wie vielseitig der Sport ist, also auch eine Mannschaft, die völlig unterlegen ist, kann wenn sie es richtig macht und auch das nötige Glück hat, plötzlich da in einem Spiel sein. Ja. Und ich muss aber sagen, Zürich hat dann äh, wirklich den Match ja müsste ernst genommen das auch gemacht und darum auch gewonnen. Welches Spiel gesehen Martin? Ja auch Bülach äh, ZSC. Ah, schon. Und für mich ist es halt ein bisschen nostalgisch. Ich habe mal in Bülach kurz gespielt habe. Ja. und ich fand es cool gefunden, dass es in Bülach jetzt stattgefunden hat, das Gäb Spiel und haben und ähm, am Schluss der Forscherschuss das war fast nicht klar heute weil kurz eben da inne war es wäre. es war spannend gesehen was passiert wäre in der Verlängerung ich habe eingangs gesagt wir lügen ist so ein kleines bisschen Ich also, wir werden ein bisschen Kaffeesatz so lesen wir lügen ist so ein bisschen die Ausgangslage an von den zwölf National League-Mannschaften. Und dazu haben wir uns etwas erlaubt. Wir haben unseren im Vorfeld den sie sollen doch die Tabellen herstellen, wie es dann aussieht nach der Qualifikation. Und die Grafik kann ich jetzt zeigen. Sie haben das voneinander nicht gesehen. Wir sehen es jetzt hier. Hier <laughs> haben wir die erste Tabelle von Victor Sancesco. Die zweite Stabelle ist von Simon Schenk und die dritte Stabelle ist von Martin Plüss. Auffallend ist, dass die ersten zwei Ränge von allen gleichgesetzt wurden. Also das heisst, die zwei Primus in der Liga sind ganz klar Simon Schenk, ZSC und RSCB. Ja gut, äh, ZSC Lions als Meister und mit diesen Zuzügen, die sie haben, äh, vom Ausländer auf dem Schweizer Markt, sind sie haushöchster Favorit. Oder? Aber wir wissen, dass In het Hallenstadion is er soms een beetje hartstikke door de seizoen. Daarom willen äh, we in Mauro nog een beetje afwarten. Maar äh, rein op het papier is Zet een heel klare favoriet. En de SCB äh, wil Kupel toch gewoon terug naar Bern halen. Bij de SCB sicher, äh, Schlüsselfigur de 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 WM -Form auspackt, is de schlusserfiguur zeker Cennoni. Als Cennoni de WM-vorm uitpakt, dan is Kupel naast in Bern. Dat wordt moeilijk voor de andere mannen. Äh, Martin Pluss. Ja, äh Ganz klar, ZSC und SCB, das sind die Favoriten, es keine Überraschung. Ich, ich denke es nicht, weil äh, beide haben ein breites Kader. Bei Bern ist es sicher so, wenn Leo Cenoni normal spielt, dann ist Bern einfach schon mal in der Top 4. Und äh, sie haben sehr viel Konstanz mit dem Trainer, wo wirklich gut ist. Sie haben die Mannschaft mehr oder weniger zusammengehalten. Und das äh, über längere Zeit ist das ein grosser Trumpf. Und bei Zürich, glaube ich, ist es sicher so, dass sie profitieren Wir von der letzten Saison. Am Anfang ein gutes Team, aber überhaupt nicht auf die Tour gekommen. Äh, am Schluss als Mannschaft zusammengefunden. Alle haben die Schüsse blockt, Das die Spiel, das vorher vielleicht noch so Weg gegangen sind, hat das gemacht. Und die gleiche Kerngruppe ist geblieben. Gleichzeitig neue Trainer, neue, gute Spieler, die sich einfügen müssen, weil die Mannschaft Erfolg hat. Und ich glaube schon, dass sie äh, das Potenzial mehr oder weniger werden auf Seins bringen werden. Und von daher auch den Top. Trotzdem. Ja. Victor Sanchez, also der Meistertrainer ist schon weg, der Hans Kossmann. Man hat einen neuen Trainer und in den letzten Jahren ist das, dass sie hat in der Qualifikation nicht wirklich überzeugt. Und trotzdem sind alle einig, die sind äh, auf dem ersten oder zweiten Platz. Ja, ich muss mich da meinem Vorredner anschließen. Der Kaderbreite ist natürlich jetzt, wenn wir haben ja Quali müssen tippen und nicht Meister oder also Kaderbreit ist halt in der Quali sehr wichtig, auch Goliposition. Und Zürich eben, die haben zusammengefunden. Jetzt haben sie einen neuen Trainer. Ich glaube, das ist eben ein Vorteil, oder? Weil der fordert denen alles ab. Es hat ein paar neue Leader. Darum glaube ich eben nicht, dass bei ihnen so quasi so, zu der gesehen ich nicht. Und, und sonst, ja. Äh, ich, eben, ich, meine, ich glaube, wir haben alle die mit der sehen wir alle vorne. Ja. Ja. Was auffallend ist, die divergenz eigentlich von äh, drei ist eigentlich Lausanne. Also einer hat der äh, Martin Plüss hat auf dem dritten Rang. Dann der Viktor Stancesco auf dem 5. und der Simon Schenk auf dem 8. Also das heisst, die schlüpfen noch so, gerade so knapp in die Playoffs drin. Äh, für mich ist Lausanne, Lausanne ist auf dem Weg, eine große Mannschaft zu werden. Was der neue Trainer kann bewegen kann, werden wir sehen. Er ist Neuling. Aber äh, für mich ist die -Frage bei überhaupt die ganze Liga der ganzen Liga, ist die -Frage sehr, sehr zentral. Und ich traue den beiden goal die Lausanne hat, nicht zu, dass sie. Können Los in die Spitzengruppe für eine Hexe. Und Trotzdem aber als ehemaliger Trainer, wie ist der Wechsel vom Assistenzcoach zum Headcoach? Das ist ja, oder? Jetzt mit dem Pelton, der macht jetzt der ja jetzt gerade den Weg. Der Pelton war natürlich schon als Spieler eine Persönlichkeit, Sondergleiche, und Er hat ein grosses hockey -Wissen. Er kann sicher viel davon profitieren, was er in Bern dazu hat oder mit seinen vorherigen Aufgaben, die er hatte. Also ich traue ihm viel zu. Aber es braucht auch gewisse Zeit, dass man vom Assistenten kann, zum Headcoach, äh, und dass man hier gewisse Schlüsselsituationen am eigenen Leben erlebt. Als Assistenz kann man sich gerne verstecken. Jetzt ist man gefordert als Head Coach. Gefordert. Martin Plus, warum siehst du Losan besser? Ähm, erstens finde ich, dass der Wille Pelton einen Durchblick hat. Er ähm, ist eine Person, die, die sehr viel weiß, ein sehr erfolgreicher Spieler. Und wenn man mit ihm spricht, kommt er immer wirklich fundiert zurück. Mhm. Ähm, ich bin nicht so Fan, wie, wie Lausanne momentan wirtschaftet und das zusammen, zusammenfügt. Trotzdem glaube ich, dass sie profitieren von letzter Saison profitieren werden. Sie haben viele gute Spiele, gehabt, aber es hat nicht gehauen und das äh, sitzt noch ein bisschen im Nacken gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass von der Qualität des werden sie profitieren werden. Dass er auch spielerisch seine, seinen Einfluss für Geld Gelder macht und die Mannschaft spielerisch gut spielen Und dann haben sie einen interessanten Spieler zu gewonnen, Christoph Berci. Und ich glaube, nach einer Zeit wird er äh, die Liga rocken. Mhm. Und ich glaube einfach, dass die Kombination von dem Allem könnte sie einfach äh, wirklich ihr ein Potenzial ausschöpfen. Und dann können sie soweit vorkommen. Was euch auffallend ist, Victor Sanchesco, alle haben zum Beispiel den HC Davos auf dem siebten Platz. Die sind noch jünger. Im letzten Jahr, also das sind etablierte Spieler, etablierte Nationalspieler sind weggegangen und in der WWS haben wir einfach mit Jungen aufgestockt, mehr oder weniger. Ähm, ja, ist das so selbstverständlich, dass die einfach ein Playoffs kommen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Mail bekommen, ich soll da die Ranglisten zusammenstellen und am nächsten Tag ist die Meldung gekommen, dass der einen neuen Goalie verpflichtet hat und das hat dann bei mir dazu geführt, dass sie über den Strich gewandert sind. Also hat das also, so einen hohen Einfluss? Ja, ich denke schon. Oder? Also, äh, eben Davos mit so vielen jungen Spielern und dem Substanzverlust, den sie jetzt haben, oder, das, das, ist natürlich, das, das wird natürlich das wird hart für sie Da bin ich, bin ich überzeugt. Aber ich habe das Gefühl, mit der Erfahrung, wo gleich noch ist, auch natürlich wegen Arno, mit einem guten Goalie, äh, werden sie die Punkte dann in den wichtigen Spiel schon so zusammenbekommen, dass, dass es für den Playoff-Platz langt. Gleicher Meinung, Martin Plus. Also, ist das äh, Unterfangen mit den jungen Goalies in dem Sinn? Wie ist es gescheitert, dass man jetzt so kurz vor Saisonstart so so einen erfahrenen goalie an Land zieht? Ja, ich glaube für Davos ist ein guter Golli sehr wichtig, weil sie haben so die Spielweise so offen, die von hin und her geht. Und ich glaube, dass sie ähm, sehr werden davon profitieren, dass sie jetzt einen guten Golli haben. Und ich bin halt Tipperay, ich gab ein Gefühl und hat das Gefühl, welche Mannschaft das schafft, es, das Potenzial auszuschöpfen. Und so habe ich mehr oder weniger tippt und ich glaube, dass Davos eine schwierige Saison wird haben, ich glaube, genau das könnte Ihnen helfen, zum, zum top zu performen Und ich glaube, dass Arno so Herausforderungen liebt und äh, die Mannschaft kann pushen und es vielleicht Ihnen vielleicht gut tut, dass es ein bisschen ungewiss ist, dass Sie wirklich von Anfang an bereit sind. Und dann glaube ich eben schon, dass Sie mit Ihrer Spielweise, mit dem Elan, der Energie eben auf Rang 7 und äh, sich die Playoff spielen können. Was auffallend ist, äh Kampf hat der Max Orli wieder zurück an der Bande. und Ihr habt alle äh, drei Genf in den Playouts. Äh, verpufft der äh, Max orli effekt so schnell, dass das nicht länger für die Playouts ist? Ja, ich frage mich einfach, ob der Max Orli genau dort anknüpfen kann, wo er war. Ich habe auch ein bisschen Zweifel. Äh, für mich, wie vorhin schon gesagt ist die Goalie-Frage noch zentral. Und für mich ist der Meier nicht unbedingt der Top-Goalie. Aber ich werde vielleicht mal allgemein sagen. Ich glaube, wir können die fast die in der Mitte teilen 6 vor 6 hinger und nachher ist entscheidend was passiert der Typ in der Mannschaft das kann Mannschaft der wo erhöh fluge bekommen durch irgendwelche positive sachen wo ihnen kommen es kann progegeteil passieren und das kann Massiv Einfluss. Zürich, Bern, Zug und Lugano und die, die vorher die müssen nicht Angst haben, dass ihre Playouts kommen. Aber die können plötzlich auch im 7., 8. Rang kämpfen, wenn sie irgendwelche Probleme kommen. Darum, das, was wir machen, ist ein Kaffeesatz zu lassen. Da spielt die Entwicklung der Mannschaft auf die während der Saison, sprich, Verletzungen oder irgendwelche Sachen, kann ich massiv Einfluss machen. Wie sieht es uns mit dem letzten Jahr? Finalist mit Lugano können die äh, wieder das Ziel abheilen ins Finale kommen? Victor also, von mir aus gesehen auf jeden Fall. Also, ich sehe Lugano zusammen mit Zürich und, und Bern eigentlich als einer von den drei äh, Favoriten auf den Titel das Jahr. Und ich traue das Lugano absolut äh, zu, auch trotz jetzt es ein paar Abgänge, aber sie haben immer noch so viel Substanz. Und sie haben auch, ich habe das Gefühl, eine gute Mischung, äh, sehr einen guten Goalie. Also eigentlich ist alles da, was es braucht, um eben dann auch in den Playoff erfolgreich zu sein. Mhm. Wir haben es im Vorfeld äh, von der Sendung, so die fünf wichtigsten Transfers für die kommende Saison in die Schüsse zu schreiben. Äh, die Gäste wissen nicht, was wir geschrieben haben. Wir schauen uns dich doch mal gleich zusammen an. Das ist eine weitere Grafik. Und zwar sehen wir da. Als erst das Thema, das jetzt ein paar Mal gefallen ist, die Goalies. Wir haben in Freiburg den Reto Bero, der von Nordamerika zurück auf Freiburg gekommen ist. Wie viel oder wie schnell wird Reto Bero Berra, den Freiburger helfen, Martin Plüss? Sofort. Sofort. Ich glaube, dass er schon allein mit seiner Ausstrahlung helfen wird. Wenn er fit ist, er kennt Schweizer Hockey, das europäische Eisfeld und von daher wird er sofort bereit sein. Also, da sind ich kein Problem. Oh, ein großes Plus auf Seite mit dem Reto Bera. Ja, ich er nach dem Hiller mit dem Berra der zweite Goalie aus der Anhalt zurückgekommen. Und er ist für uns das Hockey sehr gut. Freiburg hatte ja letztes Jahr wirklich ein Und der äh, Bera, ich traue ihm das zu, dass er Freiburg in die Spitzengruppe führen kann. Mhm. Victor, du hast es vorher angesprochen. Davos hat vor kurzem einen NHL-Goli an Land gezogen. Der andere Lindbeck, kommt von Nashville auf Davos. Also ist die Lebensversicherung für Davos. Ist für dich auch ein zentraler, ein zentraler Transfer? Ja, absolut. Eben, ich habe es gesagt. Ich glaube, das hat sich in meiner Langliste zumindest Stufe höher gebracht. Wobei, ich muss sagen, die zwei jungen Golis haben ja auch sehr gute Ansatz und ich traue beiden absolut zu, dass das Nazi, Nazi, gute Nationalgolis werden. Ja. Aber in der letzten Saison haben sie halt, ich sage jetzt mal, leider wo sie halt vielleicht auch ein bisschen Erfolgsverwöhnt was was position betrifft über Jahrzehnte. Und das haben sie jetzt letztes Jahr halt nicht mehr einen von den besten Golis gehabt. Und ich glaube, jetzt haben sie wieder mit dem Transfer haben sie, haben sie die Position oder haben sie eben genau die Versicherung und das Risiko von, mit den zwei Jungen haben sie halt auch so können eine Mannschaft, die in der letzten Saison überrascht hat, bis ins Halbfinale sind sie gestossen, war Biel. Und die haben ja auch ein paar namhafte Spieler in ihrer Reihe. Unter anderem ist jetzt der Damian Brunner. Äh, man konnte lesen, es ist für ihn fast eine Art wie ein Neustart. Äh, wie siehst du die Situation bzw. die Position oder die Wichtigkeit von Damian Brunner oder jetzt der Zuzug von Damian Brunner in Biel? Ich glaube, für ihn ist es super. Dass er einen Wechsel hat, dass er wie einen Neustart hat. Er hat doch jetzt in der Vergangenheit mehrere Verletzungen gehabt. Und immer ist er zurück und hat noch eine schwerere Verletzung Ich glaube auch, dass auch ein, ein Trainer wie ein, ein anti für ihn gut ist. Und vor allem mit ihm in dem Bereich arbeitet, wo, wo er einfach herausragend ist, das Technische. Ähm, was ich in Fragezeichen sind bei so Verletzung immer, wie, wie schnell ist man auf dem Level wieder zurück? Wie, wie steckt man es mental weg? Und für die Mannschaft ist es halt jetzt auch ein eine Challenge. Oder? Man ist jetzt vorher war so es überraschend, gewesen. jetzt hat man die Zuzüge und auf einmal erwartet man etwas. Und aus Erfahrung ist es meistens dann wird es schwierig für eine Mannschaft, dass man das auch wirklich umsetzen kann und dem Erwartungsdruck kann entsprechen kann bzw. mit dem kann umgehen kann. Mhm. Ja, äh, aber der Brunner ist ja immer einer, wo also ein bisschen polarisiert, innerhalb der Mannschaft, innerhalb der Garderobe. Und wenn man jetzt so auf Biel schaut, äh, sieht man, da hat es einen Beat Forster, der auch relativ, äh, eine relativ klare Meinung hat. Da hat es einen Hiller, der auch sehr etabliert ist. Dann kommen die Ausländer dazu. Äh, das ist ja auch ein bisschen eine brisante Konstellation, oder wie seht ihr das? Ich glaube, das ist das Entscheidende, wie der, wie der Brunner ankommt in Biel. Und das hängt natürlich damit zusammen, wie fit ist er wie wie er Leistung bringen kann. Er kann top sein, aber er ist schon für mich eine gewisse Gefahr, wenn es ihm nicht rund läuft, wenn er angeschlagen ist. Wenn er, wenn er nicht seine tragende Rolle im Team kann spielen kann, dann schaue ich das als einen relativ risikovollen Transfer an. Mhm. Eigentlich hat die Möglichkeit top, aber es könnte auch flop werden. Mhm. Siehst du das endlich? Die Brisanz eigentlich jetzt in der konstellation <laughs> äh, bei Biel, Also was ja relativ viele starke Persönlichkeiten drin hat. Nein, eigentlich nicht, weil... Äh der Damien hat sehr ein sehr grosses Selbstvertrauen. Oder? Aber er ist in der Garderobe selber ist nicht einer, der polarisiert. In Sinne. Er ist wirklich ein guter Teamplayer. Und er wird bei Biel sicher auch die tragende Rolle bekommen. Oder? Und, äh, bei Lugano war das etwas anders. Gewesen. Das Risiko beim Damien denke ich, ist ganz klar sein gesundheitlicher Zustand oder nach, nach der Geschichte, die er hat. Oder? Äh, Susch macht mir eigentlich überhaupt keine Sorge und ich glaube, Biel ist jetzt so weit, dass sie eben nicht, sie, ich glaube, obwohl sie jetzt Mühen liefern, natürlich, oder auch mit denen Zuzug wissen sie schon, dass sie immer noch ein Stück weit weg sind von den Top Teams und dass es jeder dann auch braucht und vor allem dann auch ein Damian braucht, oder dann immer mehr Erfolg hat. Und von dem habe ich da eigentlich weniger Bedenken. Wir haben noch einen weiteren Transfer Philipp war der Felipe man oftmals einfach ein bisschen munkelt. Das ist einer der meist unterschätztesten äh, Verteidiger im Schweizer Hockey. Einer, der äh, ich das Gefühl, sehr wichtig ist für, für Lugano, gerade letztes Jahr, wo sie bis ins Finale vorgestoßen sind. Jetzt ist er bei Fribourg. Was kann er da bewirken? Ja, also ich finde, es ist ein herber Verlust für Lugano. Es hat mich überrascht, dass sie ihn einfach so zielend und ich glaube, dass das Lugano wird merken. Für Fribourg glaube ich, ist es ein super Zuzug. Ähm, erstens von der Mentalität, die er hat, er ist ein Spieler, wo äh, funktioniert, wenn es regnet und die Sonne und, äh, Er ist sicherlich ein guter Spieler, aber er hat auch einen Drive, eine, eine Leidenschaft und eine Mentalität, die wo, wo Fribourg gut tut. Mhm. Roman Löffel kann man sagen, ist eigentlich wie Kompensation von Philipp Führer bei Lugano. der ist jetzt von Genf auf Lugano gegangen. Äh, kann er die grossen Fussstapfen äh, ausfüllen von Philipp Fur, die er hinterlassen hat? Ich glaube es schon. Vor allem die offensive Qualität von vom Löffel kann für Lugano wertvoll sein. Also Lugano ist ja auf dem Weg von, aus der Versenkung in den letzten Jahren immer ein immer besser geworden. Und, äh, mit dem Merz der NHL-Ambitionen hat, äh, zusammen mit dem Löffel in der Verteidigung, der die, die das Feuerloch stopft, mhm. äh, ich, ist Lugano auf einem guten Weg. Und ich traue ihnen viel zu. Und dem ähm, Löffel im Besongeren äh, wird offensiv seine Sach machen. Wenn wir auf die Liste schauen, haben wir irgendeinen tragenden Transfer oder ganz wichtigen Transfer vergessen? und kommt noch einer spontan zu sehen. Und wir sagen, oh, der wird relativ viel Einfluss nehmen auf eh Saison. So. Ja, die vier Transfers von Zürich beispielsweise. <laughs> die da lauten. Ja, Holstein Hollestein, Cervenka ja. und äh, Noro natürlich, ja. oder? alles äh, Spieler auf absolutem Top Level, im besten Alter, alle hungrig, also, das, ist natürlich, äh, das ist natürlich eine brutale Verstärkung, ja. Durch vorhin erwähnen, ja, Christoph Berch, ja. ich jetzt ja. finde spannend. Ich habe gefunden, er hat äh, so gut gespielt, bevor er ihn ist, und jetzt ist so ein das Fragezeichen, welchem Zustand er zurück? Und ich erhoffe mir schon auch, äh, denke, dass er vom Willi Pelton viel kann profitieren. Und ich habe schon das Gefühl, dass wenn er sein Potenzial auf bringt, dann äh, kann er wirklich wirklich gut sein und äh, äh, sieht Geld wert. Wir lassen das Kaffeesatz lesen. Ich glaube, jetzt haben wir genug prophezeit. Jetzt müssen wir wahrscheinlich mal die Saison, äh, abwarten und schauen, wie es losgeht und wie die, wie die einzelnen Mannschaften starten. Und dann wird sich weisen, äh, wenn es richtig Playoff geht. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Thema in der Sendung. Und zwar geht es um die neuen Regeln. Und da haben wir einen ausgewiesenen Fachmann bei uns in der Runde, Victor Stancescu. Er war dabei bei äh, den Regeländerungen. Er hat mitentwickelt. Wie kommt man überhaupt dazu, hier dabei zu sein? Ja, oder? Also die Regeländerungen finden ja auf Stufe internationalen Hockeyverband statt. Und das Ganze ist sehr demokratisch strukturiert. Und es gibt dann Committees und ich bin Teil des Player Safety Committee. Aber unser Committee hat dann die Verantwortung bekommen, zum der Regeländerungsprozess durchzuführen. Und da muss man sich so vorstellen, dass am Anfang jeder Verband und auch alle Committees, die es noch gibt, die können alle Vorschläge anbringen. Dann werden die diskutiert reinigt und in eine Form gebracht, wo man dann darüber abstimmen kann. Und dann ist es dann der Kongress. Und das ist, sind dann halt alle Nationalverbände. Und alle haben gleich viel Stimmen, egal ob Kanada oder Thailand. Und dann wird dann darüber abgestimmt, was angenommen wird und was nicht. Und was man sich halt auch bewusst sein muss, das IHF Rulebook, das, ist natürlich, das gilt für alle. Für alle Levels, für alle Länder, ob so klein oder eben äh, Weltmeisterschaften, das ist dann das Regelbuch. Oder? Du hast es geteint. also Das ist schon etwas Spannendes. Also, das heisst, alle Hockeyverbände haben eigentlich gleich viele Stimmen. Also, es ist nicht so, dass ein NHL und der KHL mehr Stimmen haben, um mehr Einfluss zu nehmen, sondern äh, jeder hat gleich viele Stimmen. Das ist tatsächlich so. Ja, also eben, die NHL beispielsweise hat gar keine Stimmen, weil es kein Landesverband ist. Aber äh, alle Länder haben das eine. Äh, das also das Stimm kopf, kopf nein kopf prinzip Entschuldigung. Ja. <laughs> Und äh, und ist es so. Mir ja in der Schweiz anders jetzt. Wir Mir einerseits einerseits Nationalliga, andererseits eigentlich Regionalliga. Und jetzt in der Nationalliga hat Nationalklubs drei Stimmen, Nationalklub zwei Stimmen, oder? Mhm. Und die sind dann auch nur unter sich. Das ist bei mir Chef Anders, oder? Und ja, das Stichwort NHL. Das ist ein, spielt natürlich auch große Rolle. In den Committees sind auch Vertreter von der NHL dabei. Und natürlich möchte ein die, die Regler möglichst schnell behalten bei der NHL, die NHL fragt den Chef nicht, bevor sie eine Regeländerung machen. Aber nichtsdestotrotz will man schon, dass irgendwie im Welthockey auch die gleichen Regeln angewendet werden, wenn sie identisch ist. Jetzt habe ich das richtig verstanden. Also das heißt, ihr hättet erlied ken, ihr hättet eigentlich wie gesammelt Vorschlag und habt die nachher vorbracht in, in, ins Gremium und da ist nachher darüber diskutiert worden. Ja, genau. Also, wir waren eigentlich das vorbereitende Gremium in diesem Sinn. Und wir haben dann auch die Regelvorschläge, die einen haben wir dann abgelehnt, äh, andere haben wir probiert, so einzubetten, dass, dass sie eben passt. Und Player Safety Committee, darum, weil natürlich eben Sicherheitsaspekt immer eine Rolle spielt. Also eine Regeländerung die jetzt das Spiel äh, unsicherer machen, die haben wir dann vorgeschlagen, dass man die ablehnt. Und das ist aber noch interessant im Hockey, weil da, da kommt alles Mögliche zusammen. Also ich habe es vorher Martin gesagt. Ein Regelvorschlag von einem ein Regelvorschlag von einem kleineren Verband ist es, dass zwei Minuten Strafe gibt wie Eising, Das ist jetzt vielleicht. Das ist jetzt nicht so äh, lang war, lang dass man jetzt so jetzt ja, nicht besonders lang diskutiert wurde, oder? Ja. Aber, aber Fakt ist, hier im Hockey äh, ist, ist das, alle sind wirklich auch Offen für neue Regeln und es passiert da sehr viel. Und im Fußball gibt es ja praktisch nie eine Regeländerung beispielsweise. Und, und das ist interessant, weil das zwingt natürlich auch immer die Involvierten und die Verbände auch immer wieder äh, zu hinterfragen und sich mit der Entwicklung des Sports zu befassen. Ist das äh, berechtigt, dass aber äh, ständig die Regeländerungen passieren beim Hockey? Ist das auch mitunter ein Grund, warum sich das Hockey so schnell entwickelt, dass man das immer wieder muss anpassen muss? Oder gibt es einfach wieder Schlupflöcher, die man dann irgendwo wieder. muss Müssen stopfen, dass, dass das nicht ausgenutzt wird? Ja, generell bin ich ein Fan davon, dass man das wirklich einfach laufend überprüft. Und wenn es Verbesserungen gibt, dann, dann finde ich es gut, wenn man das einbringt. Und ich befrage jetzt so wie Viktor, wirklich den Drive haben und motiviert sind und die Vorschläge äh, bringen und dann auch irgendwie einen fundierten und, und werthaltigen äh, so äh, Input kennt, der dann auch übernommen wird. Und ich glaube, es ist im Sinn von allen, dass das Produkt einfach besser sicherer und erhaltsamer wird. Simon Schenk, was mich noch wundernimmt, oder der hat Sanchez gesagt, eigentlich hat jeder Verband eine Stimme. Also, ist das überhaupt gerecht? Ist das noch zeitgemäss in der Form? Also, ich meine, äh, Thailand und Mexiko hat genau gleich viele Stimmen wie, wie, wie die großen Hockeyländer. Ja, wenn wir zurückgluggen auf die letzten Jahre, glaube, ich, das war gegen irgendwie im Sinn des Hockey gewesen. Das war nicht die erste Re 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 Anpassung, sondern das hat man laufend gemacht. Also, ich werde mich erinnern an die Zeit, wo ich angefangen habe, Hockey zu spielen, hat man noch mit In, der Defensivzone. in Amerika, de defensieve zone de we tegen de checken. Es habt eine Strafe wenn man im Offensivtritt einen Check gemacht hat. Check in der Offensivzone. Also das ist äh, weit, weit entfernt. Und hat mit, äh, mit der Bedeutung von roten Linie äh, gravierende Sachen gemacht. Das ist etwas, was man laufend gemacht hat. du finde es nicht aus richtig, dass man das laufend am Spiel anpasst. Weil das Spiel entwickelt sich. Die Athletik der Spieler entwickelt sich. Die professionelle Arbeit hat sich im Hockey ganz allgemein. und Ich glaube, das muss man demokratisch machen, dass jedes das Land. Stimme. ich glaube, das Beispiel, dass das bestrafen nicht durchgekommen ist, zeigt dass man auch auf dem Rechten Weg ist. Äh, was mich noch würde wundern, Alexander ist: äh, Macht man das ehrenamtlich? Ja, grundsätzlich schon. Ja. Also, äh, die Komitee, gut, viele Committee-Member sind äh, Vertreter der Verbände. Oder? Und, äh, die sind natürlich dann in diesem Sinne entsandt und dürfen dort teilnehmen. Aber ja, also der IHF ist eben schon äh, nicht vergleichbar mit der FIFA. Es ist wirklich ein Verein und es ist eigentlich KMU. Und gleichzeitig haben sie sehr eine sehr grosse Verantwortung. Oder? Und äh, das ist natürlich eine Herausforderung. Und es braucht natürlich äh, Leute, die bereit sind, zu um helfen. Und gibt die Situation, dass unter Umständen Clubvertreter hier von der Schweiz oder Leute, die dich kennen und wissen, du bist Mitglied hier, in dem Regeländerungsprozess, die auf dich zukommen und sagen, hey, kannst du nicht das einmal vorbringen oder das und das oder das und das, dass dir Tipps oder beziehungsweise Ratschläge geben, dass du das thematisierst aktiv? Ja, also von Spielerseite und von eben vielleicht Sportchefseite und so, ich habe natürlich schon Inputs bekommen. Martin ist ein Grund, wieso ich eine ein die eine vorgeschlagen haben, wo zum Glück angenommen wurde ist. werden nachher drum drüber ja. sprechen kommen. Aber klar, das ist natürlich wertvoll, dass die, meine, die Vorschläge in einer guten sachlich korrekt formulierten und verständlichen Form münd präsentiert werden, will ganzen Haufen Leute dabei und die Leute, die nicht auf dem gleichen Level sind, die nicht gleich viel vom Hockey verstehen und alle müssen verstehen, was es geht, was der Grund ist und auch, es kann auch zum Teil verschiedene Meinungen haben. Aber ich denke, es ist wie Simon gesagt hat, oder? das Hockey verändert sich und das macht die Regeländerung erforderlich und nicht, dass Regeln verändern, weil man den Sport will anders haben will. Mhm. und das ist sehr wichtig. Und es wird sicher eine Regel geben, wo man dann halt mal merkt, das ist jetzt, hat jetzt nicht der gewünschte Erfolg. Dann wird dann wird sie halt wieder neu neue angeschaut und dann halt wieder gestrichen. Spannend. Also wie und von wem, das die Regeländerungen erarbeitet werden, das haben wir jetzt erfahren. Aber was für neue Regeln, es gibt in der neuen Saison und wie sind umgesetzt werden, das diskutieren wir nach einer kurzen Pause. Bleiben also dran. Zurück bei Boxplay, dem hockey Talk auf Teleclub Sport und Teleclub Zoom. Meine Gäste heute sind der Simon Schenk, der Victor Sancesco und der Martin Plus. Wir haben vor der Pause darüber diskutiert, wie die Regeländerungen jetzt Stand kommen. Der Victor Sancesco hat das ausführlich und spannend erklärt. Jetzt wollen wir hier die Regeln mal ein bisschen konkreter anschauen. Und zwar wollen wir zuerst eine Grafik einspielen, wo es vor allem um Begriffserklärung geht, und um Begrifflichkeiten. Und äh, das ist natürlich super, kann der Victor Sancesco ist das da ein bisschen Erläutern, wir schauen uns die Grafik an. Als erstes auf der Grafik sehen wir, verwundbar und wehrlos. Das sind zwei neue Begriffe, wenn man hinter einer Klammer sieht. Was heißt das, Viktor? Ja, Diese Begriffe sind vor allem im Zusammenhang mit dem Late Hit, mit dem späten Check hineingekommen. Äh, und die tragen äh, der Situation Rechnung, wo ein Spieler sich in einer Situation befindet, in der er nicht bereit ist, einen Check zu nehmen, aber auch, wo, er, wo man nicht von ihm erwarten kann. Dass er einen Check nehmen muss. Also wir reden nicht von denen, die einfach träumet und sich nicht schützen. Sondern beispielsweise Situationen, wo einer in einem Zweikampf verwickelt ist und sich dort voll konzentriert. Und dann kommt ein Dritter. Und im Zusammenhang mit dem Late Hit natürlich. Das ist ein Stück weit äh, schiebt das natürlich ein mehr Verantwortung auf den Spieler, der den Check macht. Dass er eben nicht einfach den Blanko Check hat, wenn die Situation da ist, sondern eben auch. Äh, ein Stück weit Rücksicht auf die Gesundheit des Gegner muss nehmen. Wir haben hier ein Beispiel, und zwar unsere aktuelle Champions League. Das ist ein Spiel zwischen HC Bolzano und IFK Helsinki vom 2. September. Und sehen jetzt hier die Situation. Was ist jetzt. Oder da ist ein Böck, der durch die Luft fliegt. Und äh, der Spieler hat noch nicht wirklich äh, Kontakt. Und das ist eigentlich eine klassische Situation, die. Ein Spieler eben nicht bereit ist zum einen Check, zu nehmen. Da hat jetzt eine Strafe gegeben, Check von hinten. Aber eben, weil wir ja nicht viele Videos haben von der Champions League, haben, zeigt das auch in der Geist der Idee des Verwundbar oder der Spieler, der den Check macht, der weiß, dass er da damit wird in dieser Situation und das ist auch der Vorwurf, den wir ihm machen. Dürfen. Berechtigt die Neuerung? Absolut, weil genau in dieser Situation sieht man, dass es das irgendwie völlig kein Sinn macht, dort einen Check anzusetzen. Und der Spieler ja auch, sucht, sucht sie völlig, also er erfahrt und dann ändert er die Richtung. Und für mich sind das äh, Momente, man die man härter bestrafen sollte, weil es irgendwie durch einfach wirklich, ähm, wie, wie sinnlos ist. Oder? Und vielmals bei diesen Bestrafungen im Nachhinein wird einfach der Check an einem beurteilt. beurteilt, Aber der, der Kontext ist meistens nicht so entscheidend. Das finde ich für Sinn, sinnvoll, dass man dem mehr umgibt. Apropos Bestrafung, das hat eine Spielsperre zu wenig? Uh, voor mij kon het wegen, want dat is een sinnloser Check hier. We moeten schauen. We hebben zo veel Verletzingen in mij gehad. Äh, Anpassung, in dem, dass man die Verletzungen probiert zu vermeiden, ist unbedingt wichtig. Eben Sie sitzen so, wie wir im Beispiel gesehen haben, oder auch dort, wo, man, wo zwei Spieler in einem Zweikampf sind oder der, der Zukunft, zu der Zukunft, äh, wo man einfach wirklich darauf ausgeht, der Spieler eigentlich aus dem Spiel zu nehmen durch eine Verletzung. Das muss man unterbringen. Wer nimmt viel in Kauf eigentlich, der Spieler, der dann checkt. Wir kommen zum zweiten Begriff, und das ist Verletzung. Der ist, gestr der ist gestrichen im Regelbuch. Warum? Ja, das ist, wir haben im alten Regelbuch, ist die Verletzung ein Qualifikationskriterium gewesen, zum Matschstraf sprechen, zum große Strafsprache sprechen. Und das ist dann einfach als Ergebnis, wo beurteilt wird. Und man sagt, die Verletzung ja oder nein. Und nicht eigentlich, sage ich jetzt mal, im rechtlichen Sinne der Tat, Hergang und das Verhalten vom checkenden oder vom faulenden Spieler, sondern eben das Ergebnis. Und es hat natürlich auch dazu geführt, dass häufig Verletzungen... Erstens musste der Schiedsrichter müssen Doktor spielen und beurteilen, ob das jetzt eine Verletzung ist oder nicht, was bei einer Hirnerschütterung einfach unmöglich ist. Und zweitens hat es halt auch dazu geführt, dass ein Haufen Spieler im Wissen, dass wenn jetzt ein Check ein bisschen höher gegen den Kopf gegangen ist oder von hinten ein bisschen war, auch wenn es jetzt nicht so schlimm war, man weiss, wenn man da halt noch eine halbe Minute ein bisschen auf dem Eis ein bisschen liegen bleibt, dann bleibt dem Schiedsrichter im Endeffekt keine Chance, als ein Matchstraf zu spielen. Das bedeutet, fünf Minuten Überzahl ohne dass er zurück oder der, die Strafe absetzt. Das kann der Match entscheiden. Oder? Und dadurch, dass man den Verletzungsbegriff rausgenommen hat und durch den Begriff äh, rücksichtslose Gefährdung ersetzt hat, hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, in einer Situation, in der eine Verletzung passiert ist, aber an die Situation nicht so schlimm ist, muss er keine große Strafe mehr geben. Das heißt aber nicht, dass die Böse Fouls mit Verletzungsfolgen nicht weiterhin bestraft werden. Dem verändert sich nichts. Wir haben hier ein Beispiel, und zwar zum Beispiel ein Jack gegen den Kopf, und zwar auch in der aktuellen Champions League. Und zwar äh, war das Spiel am 9. September in Westköln gegen Banskabustritsche. Und äh, ich sehe Spiel, diese Spielsituation hier. Ja, zu dieser Szene würde ich einfach sagen, es ist für mich nicht ganz klar, ob es tatsächlich ein Jack der Kopf ist oder nicht. Vielleicht ist es eine, auf jeden Fall, wenn der Spieler dann nicht bleibt, hätte es zwingend früher eine Matztrafe gegeben. Wenn man jetzt aber im Videostudium zum Schluss kommt, dass es eigentlich mehr gegen die Brust geht als gegen den Kopf, hat man auch die Möglichkeit, so einen Spieler nicht zu sperren im Nachhinein. Da jetzt bei dieser Szene ist die Bildqualität jetzt wenig gut, oder? Aber das wäre beispielsweise ein Beispiel. Aber da, der äh, Spieler hat drei Spielsperre bekommen und wenn wir jetzt das vergleichen mit, dem vorigen, mit der vorherigen Situation, äh, ist das berechtigt, dass er zwei Spielsperren mehr bekommen hat als der vorherige? Ich, ich finde ist völlig, völlig verkehrtes Verhältnis da. Ich finde ähm, der Spieler der, der, der gleitet, macht den Check vielleicht im Moment nimmt der Schulter ein bisschen hoch. Aber das finde ich ist jetzt ist nicht eine vorsätzliche Attacke gegen einen Gegner und hat der Verteidiger wenn er besser schaut, kann er sich dort auch noch schützen. Also das finde ich jetzt nicht drei Spielsperren. hingegen das andere ist wirklich der, der hat Praktisch keine Körperspannung da kann wirklich jeder einen Check ansetzen. Und das kann wirklich fatale Folgen haben da finde ich jetzt beim ersten Beispiel ist da klare Verletzungsabsicht dahinter würde man jetzt so sagen aber ich meine, das nimmt er wirklich in Kauf und darum finde ich den Begriff ähm, risiko-gefährdig. Oder? Mhm. Oder das finde ich einen guten Begriff, weil um das geht es eigentlich. Und das ist im ersten Beispiel äh, viel, viel grösser. Etwas, was man auch immer wieder mal sieht. Simon Schenk? Ich finde es gut, dass man die, den Begriff Verletzung rausnimmt. Weil manchmal ist es einfach wie ein korrekter Check ob Pech dabei, dass sich der andere verletzt. Und hier zu dem letzten Beispiel, das wir gesehen haben, für mich spielt der Pio, der Verteidiger, der den Pass macht, oder der angreifende Spie der, der Spieler, der den Pass macht und nachher den Check nimmt, äh, spielt auch eine schlechte Rolle. Er, er hat den Spieler im Blickwinkel und müsste eigentlich sehen und sich auf den gefasst sein. Klar kann er noch Pass machen, aber er ist nachher noch relativ tief oder trifft in einem Kopf und hat nachher eine, wahrscheinlich eine Verletzung die in drei Spielen. Ich bin der genau die gleiche Meinung wie der Blüse. Also das, das ist nicht korrekt äh, sanktioniert worden. Wir kommen zum dritten Begriff. Kampf um den Pöck, das ist etwas Neues. Nice. Äh, warum? Ja, das ist so eine äh, feinere Anpassung, weil, ähm, von den Schiedsrichtern her und die haben da zu Recht auf, in Bezug auf das Regelbuch gesagt, äh, jeder Check muss äh, muss äh, der Spieler vom Pöck trennen. Jetzt ist es aber so im, echten, im richtigen Hockey, im echten Leben ist es einfach so, dass es überall massiver Körperkontakt gibt, wo niemand in Scheibenbesitz ist. Das sind zwei Leute, die gleichzeitig in Ecke fahren und gegeneinander kämpfen, bevor sie, bevor einer den Böck berührt, oder ein Stürmer, der in Ecke fährt und einen Countercheck macht, um sich selber zu schützen. Das sind Situationen, die das Regelbuch eigentlich gar nicht geregelt hat und die eigentlich als Behinderung hätte taxiert werden. Können. Und das ist so jetzt mal der Start, dass man anfängt, äh, dem Regelbuch auch äh, dann das, das anzupassen an das, was wirklich gelebt wird. Als vierter Begriff haben wir Kontrolle über den Pöck. Da bräuchst du Klärung. Ja, da ist einfach im alten Regelbuch ist das sehr missverständlich, oder? Es ist einfach was wichtig ist zu wissen. Es gibt äh, Pöck Kontrolle und Pack Besitz und das ist nicht das Gleiche. Oder? Und äh, im Hinblick jetzt auf Behinderung ist das dann eine wichtige Rolle, oder? Äh, Spielt das eine wichtige Rolle, wenn jetzt einen Pass ablenkt, aber der Böck nie wirklich kontrolliert, dürfen man ihn jetzt checken oder nicht, oder? Äh, und äh, da ist einfach eine Begriffserklärung äh, gekommen, die wo um so, so Situationen wie Interference besser beurteilen. Es sind Nuancen, aber berechtigt die Nuancen, die da korrigiert werden Martin. Äh, absolut. Verlangen wir vor allem jetzt das, wo vorher gesagt mit dem Kampf um den Böck jetzt ist so der Böck ist irgendwie zwei Meter vorne ab, zwei sind gleichzeitig und das ist klar versucht man sich in Position zu bringen und da sehe ich jetzt nie, wieso das jetzt Straf sollte wenn man den gegner wegcheckt und das sind so Spielmomente, wo man einfach, wenn man spielt, ist das nicht mit, mit Gefährdung zu, sondern ist der, man bringt sich in Position und es hat eben einfach auch Verletzungsmindernde Sachen, dass man bereit ist und vielleicht mal Gegner, wo mehr spielen kann, die checken, um das zu bremsen. Und ich finde das alles werthaltige von denen ich froh bin, dass die auf der Tapet konf mhm. äh, Gleicher Meinung. Ich bin gespannt, wie sich jetzt die zwei letzten Punkte hier entwickeln. Es also ist jetzt eine neue, eine neue Begriffe und eine neue äh, eine neue Interpretation, wo ganz sicher wird das aufmerksam verfolgt und im Verlauf von der, eben von der nächsten Zeit wieder angepasst. Ich bin gespannt, was der Tier Wer verfolgt denn das? Beziehungsweise wer kontrolliert das, ob das nachher entsprechend umgesetzt wird nach, äh, nach dem, äh, was ihr im Komitee bestimmt hat gar niemand. Es <laughs> ist relativ simpel. Also, ein Chef verlässt das Regelbuch und wir haben, oder sagen wir, in unserem Komitee und dann hat der Kongress, hat eine gewisse Vorstellung gehabt, wieso die anderen vorgenommen worden sind. Aber nachher umgesetzt wird das dann von der Exekutive und das sind Schiedsrichter. Und jeder, jedes Land hat seine Schiedsrichter, seine äh, Schiedsrichter-Chiefs, -Chief, äh, die dann äh, das kontrollieren und schauen. Und es ist sehr gut möglich, dass die Regeln verschieden angewendet werden, in verschiedenen europäischen Ländern. Und nachher, äh, nach einem Jahr, zwei, wird man, man muss sagen ja, ist das das, äh, was man will oder nicht? Und dann auf jeden Fall der der oder, nicht, oder? Aber es ist klar, Schiedsrichter müssen überlegen und schauen, was sie mit dem machen. Jetzt kommen wir ganz konkret zu den neuen Regeländerungen. Jetzt haben wir die Begriffserklärungen hinreichend. Und zwar kommen wir zur ersten Regeländerung. Wir haben es schon ein, zwei Mal angesprochen. Das ist Late-Hit-Spaten-Check. Auch hier dazu haben wir ein Beispiel. Und zwar unser Champions-League-Vecchio-Lakers gegen SCB. Ein Check von Mark Arcobello. Schauen wir uns das schnell an. Und Viktor mhm. sagt uns was da ganz genau passiert. Ist das noch nicht ganz bereit, aber es kommt in jeden Moment. War jetzt? Da sehen wir es. Genau, da haben wir Spieler, wo durch die Mittelzone fährt, und Argobelle, wo relativ weit weg ist. Und jetzt wird dann äh, der blaue Spieler gerade gespielt. und Argobelle kommt relativ spät und der blaue Spieler ist nicht bereit oder ist auch in einer Situation, in der er eben wehrlos ist in dem Ob jetzt das eine Late hit situation ist oder nicht, äh, das sollen die Schiedsrichter sagen. Das ist jetzt eine grosse Strafe wegen Behinderung. Aber das könnte jetzt aus meiner Sicht auch genauso gut ein Anwendungsfall sein von der Late-Hit-Rule wo ein Spieler eben einen Moment spät ist und realisiert, dass der andere in einer Situation ist, in er nicht mit dem Check rechnet und trotzdem eben rücksichtslos äh, voll äh, durchführt, ohne die Gesundheit des Gegenspielers genügend äh, zu würdigen. Gleicher Meinung? Also das heißt mit Absicht, wo die äh, deine ehemaligen Mitspieler äh, da angesetzt hat? Ja, ich meine, das war äh, klar. Gewesen. Der Gegner hat zwei Spielreiche vor sich. Äh, Marco Acapello kommt von hinten in den Weg. Rein und vom Spielgeschehen her macht er Sinn praktisch keinen kein Sinn mehr. Und, äh, Marc hätte ihn einfach können mit ihm zurückgleiten, Er hätte ihn sogar können auffahren lassen auf sich selbst. Dann wäre der gleiche Effekt da gewesen, Aber er geht sogar noch gegen ihn in seine Laufrichtung und macht einen Check und geht auch mit den Schultern noch auf. Also das ist, äh, von ihm gesuchte Attacken. Und die ist, die ist gefährlich. Oder? Selbst wenn es jetzt mein ehemaliger Teamkollege ist und er nicht ein Spieler ist, der jetzt besonders schmutzig ist. Aber in dieser Situation das sind wirklich Sachen, die wo, wo keinen Platz haben und die man sicher auch sanktionieren sollte. Ein Spielsperr, ist das zu wenig? Ich finde es zu wenig. Also ich bin absolut der gleichen Meinung wie der, der Martin. Aber äh, ich finde ein Spiel relativ wenig, weil er visiert ihn an. Er hat noch zwei andere Gegner vor sich und konzentriert sich mehr auf die. konzentrieren Selige Sachen äh, sind arg verletzungsgefährdend und das müssen wir aus dem Spiel nehmen. weitere Regelung ist Slow das Low-Footing. Äh, da hat glaube der Martin Blüsen etwas dazu zu sagen, vor zwei Jahren in Biel. Ja? Ja, ich meine, ich habe ein Video angeschaut und dann geht mir das Bein auf und dachte, ja okay, Fall ist klar, nur in meinem spezifischen Fall war es wirklich einfach so, ich, war schneller, ich bin schneller, mein Impact ist von oben, ich wollte weggestoßen Und das ist eine Balance-Reaktion, wenn also das Bein ist und ich behaupte okay. heute noch, ich habe nicht mit dem Bein gefällt, sondern ich war einfach stärker in dieser Situation. Und darum fand ich sehr spannend gefunden, dass er in eigener Regie so einen Input gesetzt, dass das äh, nicht jedes Slow-Footing überhaupt so gefährlich muss sein oder in meinem Fall wirklich, wenn man es genauer anschaut, nämlich auch gesehen, dass der Impact von der Schulter hergekommen ist und das bei unserer Balance Bewegung kommt und nicht zwingend muss jeder sich mit dem einfach äh, unschuldig mhm. Unschu Ja, vielleicht der dazu oder? Ähm was mir jetzt geführt hat ist quasi ein leid Light und früher gab es einfach nur Loophole Slow und Slowfood hat automatisch zu einer Matchstraff geführt, was bei Martin dazu geführt, ist, glaube ich glaube Playoff gewesen, oder? Ja, ich habe nur eine Beistellung glaube ich bekommen am Anfang. Ja, und dann ist, das, äh, ist hat Martin dann das Spiel verpasst, oder? Und ich bin damals Einzelrichter. richtig gesehen und gesagt, ja, nein, das ist vom Ungerecht gehalten, ist das eigentlich voll nicht in Ordnung, aber das Regelbuch hat keinen Spielraum, klar. Und eben gestützt auf das ist dann äh, auch von mir natürlich unterstützt, der Vorschlag, zur Regeländerung, dass man das Laufhaut eben auch mit an nicht muss zwingend mit Matztrafe und Spielsperre äh, bestrafen sondern eben, wenn man sieht, dass es eine Zweikampfsituation ist, mhm. dass das dann eben nicht das Gleiche ist, wie wenn man einfach einen aushebelt und dem dem Hinterkopf. Äh, auf Skate, oder? Und das sind einfach, ich denke, das sind wichtige äh, Regeländerungen, wo auch Schiedsrichter natürlich äh, mehr also, Spielraum und ja. auch mehr Verantwortung äh, geben. Ich finde, das ist richtig so. Wir sind schon recht vorgeschritten mit der Zeit. Äh, wir schauen die nächsten Regeländerungen noch kurz an. Goli müsste der Böck spielen. Ist auch wieder so etwas, wenn immer möglich? Äh, Simon Schenk, ist das eine gute Neuerung? Das ist ein guter Beitrag, dass das Spiel flüssiger wird und dem Goli weniger Möglichkeit gibt, Verungerbrüche zu, äh, zu provozieren. Es ist aber einfach, wie vor die letzte Regel, die man diskutiert hat, einfach etwas, das sehr immer Ermessen vom Schiedsrichter ist. Ist ein Sitzenfall, bei dem man äh, pfeifen oder nicht? Mhm. Also ist ganz sicher auch eine Regel, die man zuerst ein wenig anwenden muss. Und, und damit leben, damit werden ja. Erfahrungen sammeln. Genau. Aber grundsätzlich geht es in die richtige Richtung. Und dann haben wir das Tor mit dem Schlittschuh. Was ist da neu? Ja, bisher war äh, nur eine klare Kickbewegung ist unzulässig. In dem Sinn, wenn man den Böck ins Goal hineingelenkt hat, war das ist okay. Äh, neu ist das auch nicht mehr erlaubt. Es da gibt man gar kein Schlittschuh-Goal mehr? Es gibt noch Schlitzschuh-Gol, wenn der Schlitzschog angeschossen wird eigentlich. Ah. Und eben da kann wir beide Meinungen vertreten, oder? Ich habe da jetzt auch keine spezielle Meinung dazu. Was auch neu ist, dass wenn der äh, Gefallte, wo einfach was Penalti gibt, dass der Gefallte nicht unbedingt muss der Penalti schießen, muss. das gibt ganz neue Optionen auch für den Trainer, oder? Ähm, ich finde es gut. Ja. Weil ich finde, erstens gibt es im Trainer die Option, wirklich einfach auch den besten Penaltyschützer aufzustellen. Und zweitens ist es halt häufig auch so, dass vielleicht man vielleicht einen langen Einsatz hatte und einen riesen Effort geleistet hat und dann haben wir nicht so viel Zeit, um ausruhen Und dann ist es häufig halt einfach so, dass man wirklich kaputt ist und der Penalty schiesst. Dann ist es wahrscheinlich halt einfach nicht so hoch, dass man dann die Energie hat, um einen guten Penalty zu schiessen. Also ich finde, es ist jetzt Sinn von, 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 von denen, vom dass man dann einfach alle Optionen offen hat. Der Torkreis hat man der NHL angepasst. Das ist eigentlich eine kleine Sache. Da müssen wir nicht gross diskutieren, es hat auch nicht verrückte Konsequenzen. Technologieeinsatz und Schiedsrichterkontakt, vielleicht noch ganz kurz zwei Worte zu diesen zwei Sachen. Ja, Technologie ist natürlich ein Thema. In der NHL wird massiv Technologie eingesetzt. Äh, auf der Bank gibt es jetzt iPads. Oder? Mhm. Und was man da einfach hat unterbinden wollte, ist, dass der Trainer mit dem iPad kommt und dem Schiedsrichter zeigt, das ist ein Fehler, gewesen, oder? das soll man nicht machen. Und beim Schiedsrichterkontakt, dort hat es einfach nur eine kleine Bestimmung im ganzen Regelbuch, wo alle Arten von Schiedsrichterkontakt decken sollen. Auch dort macht es Sinn, wenn man das etwas nuanciert und das etwas genauer behandelt. Also Im Großen und Ganzen ist man eigentlich einig und einverstanden mit den neuen Regeländerungen. Also man kann sagen, dass es gut wird, dass das akribisch angeschaut und von Fachleuten äh, dementsprechend ja. nachher auch und umgesetzt Das gehört zur Entwicklung unseres Sports. Also, wir haben es vorher gesehen. Äh, der Sport verändert sich und die Regeln müssen angepasst werden. Und, äh, die Suppe wird nie so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Also Im Verlauf von der Saison werden wir Erfahrungen sammeln und nötigenfalls wird auch die Korrektur wieder gemacht. Das ist ein gutes Schlusswort. Das im Laufe der Saison werden wir erfahrungen sammeln. Jetzt lassen wir die Saison mal starten. Und wir sind schon eigentlich am Schluss der Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, Simon Schenk, beim Victor Stancesco und beim Martin Blüs für das offene Gespräch und die interessanten Und Für alle liebe Zuschauerinnen und Zuschauer habe ich noch einen kurzen Hinweis. Und zwar am Freitag, am 21. September, am Abend am 07. gibt es die Auslosung des Achtelsfinale des Swiss Eishockey Cup. Und zwar auf Teleklub Sport Eis oder auf Teleclub Zoom. Das war schon von der ersten Sendung Boxplay in der neuen Saison. Schön, dass ihr dabei seid. Es gibt eine nächste Sendung, und zwar in zwei Wochen am 4. Oktober. Ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen. Ich wünsche einen wunderbaren Abend, einen fulminanten Saisonstart. Guten nach miteinander.